Der Schuss auf ein bewegtes Ziel ist einfach wesentlich anspruchsvoller wie auf ein statisches Ziel. In der Praxis hat sich dann gezeigt, ganz ein wichtiger Faktor bei der Drückjagd ist einfach das riesige Sehfeld. Das heißt, ich mag möglichst viel sehen, was passiert mit dem Wild, wo wechselt das Wild her und was passiert neben meinem Absehen. Beim neuen Z8i, speziell für die Drückjagd, hat man eine 0,75-fache Vergrößerung und bekommt damit ein um 30% größeres Sehfeld im Vergleich zur einfachen Vergrößerung. Die 30% mehr Sehfeld bezeichnen wir als View Plus. Auf 100 Meter Entfernung eine Breite von 56 Meter. Das bedeutet, den Überblick zu haben, das Wild schneller auffinden zu können, besser mitfahren zu können und dann nach dem Schuss auch das Zeichnen erkennen zu können. Durch den 8-fach-Zoom ergibt sich eine maximale Vergrößerung von 6-fach. Das ermöglicht es auch, auf größere Entfernungen einen gezielten Schuss abzugeben bzw. das Wild durchs Zielfernrohr anzusprechen. Wird dann die Vergrößerung nach unten reduziert, hat man ein spürbares Rasten bei der einfachen Vergrößerung, die Click-One-Funktion, und somit im Anschlag sofort den Indikator dafür, dass man sich in den View-Plus-Bereich begibt, welcher zwischen der einfachen und der 0,75-fachen Vergrößerung ist. Das neue DI-Absehen ist absolut auf das Wesentliche beschränkt. Es ist lediglich ein beleuchteter zentraler Haltepunkt, welcher es ermöglicht, beim Schießen sich voll und ganz auf das Wild bzw. auf den Schuss zu konzentrieren. Mit dem großen Sehfeld, dem neuen DI-Absehen und dem funktionellen und in der Praxis bewährten Zubehör ist das neue Z8i 0,75 bis 6x20 das perfekte Drückjagdziel für ein Rohr.